willkommen wieder mal zu einem neuen Video und heute geht es zu dem Video Marco Degenhardt. Endlich fängt es an auf das, was ihr so lange drauf gewartet habt. Ich glaube, es ist ja schon mittlerweile 4 Monate her, wo ich euch das versprochen habe. Jetzt fängt auf jeden Fall an. Lieber Marco, wir fangen endlich an deinem Fahrzeug an. Ich habe es natürlich wie versprochen, schön trocken und ja, Heizung würde ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall trocken gelagert, sodass keiner ran kann. Alarm gesichert und Video überwacht natürlich, damit an das Prachtfahrzeug keiner dran kann und natürlich nichts passieren kann. So, werden wir erstmal das Fahrzeug einmal kurz vorstellen und dann werden wir euch mal erzählen, was wir denn überhaupt mit dem Fahrzeug vorhaben oder beziehungsweise was ich mit dem Marco für einen, ich sage jetzt einfach mal, Deal ausgehandelt habe oder wie es überhaupt dazu gekommen ist. So, dazu sind wir jetzt hier in der Nebenhalle angekommen. Dann mache ich mal die heiligen Hallen auf und dann gucken wir mal. Gute Schätzchen. Ihr seht richtig, es ist ein BMW E21, das gute alte Bauer Cabrio. In dem Fall jetzt mit schön mit Alpina. Teil ist ein bisschen Alpina, wie nennt man das? Alpina abgesetzt, wie Innenraum und Felgen und ins Petter pp. Aber das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Gut, das Auto ist jetzt eingestaubt, steht jetzt auch schon ein paar Wochen oder ein paar Monate. Wir haben, ich glaube, das Auto abgeholt letztes Jahr im September oder so muss das gewesen sein. Das war auf jeden Fall nach meinem Urlaub, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ja, dann hatten wir eigentlich den Plan, dass wir es über Weihnachten fertig machen, weil wir da etwas weniger zu tun hatten. Das mit wenig zu tun hat dann doch nicht so geklappt. Ja, hier sind die, hier ist doch ein Teil einer kleinen heiligen Halle, wo wir so ein bisschen Regale aufgestellt haben. Hier steht auch übrigens der Rennwagen. Ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt noch gibt. Hallo, da bist du. Ne? Aber da geht es auch irgendwann mal weiter, weil das Ding muss ich auch wieder mal zusammenbauen. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, es geht auf jeden Fall um dieses schöne Fahrzeug hier. Wie schon gesagt, E21 müsste jetzt ein 323i sein. Mit dem guten alten M20 Motor. Und zwar ist das gute Stück hier drin verbaut. Natürlich mit dieser Carjet-Dronik. Also hier diese Einspritzanlage ist ja noch aus den Ende 70er Jahren. Also das Auto ist ja 79, meine ich. 79, 80 müsste der jetzt sein. Da haben die halt noch diese Carjet-Dronik verbaut. Das ist hier mit so einer, also wir haben jetzt hier eine Spritzufuhr, also aus dem Tank kommt Sprit über eine Spritpumpe logischerweise. Und hier ist quasi so eine Membrane drin, die dann hier einzeln verteilt wird an alle 6 Zylindern. Und hier ist eine Membrane drin, die das quasi öffnet und schließt. Hier ist ja natürlich die Luftzufuhr, das ist auch gleichzeitig der Luftfilterkasten. Die Luftfunktion natürlich klar über Drosselklappe. Und hier sind die Spritleitungen. VW hat dieses System auch ähnlich verbaut oder auch Mercedes hat das ähnlich verbaut. Da gibt es das hier oben dann mit so einer Membrane. Wie gesagt, das wird über, also ich meine, bei Mercedes wird es über Unterdruck angesteuert und dann geht die Membrane halt immer auf und zu. Und wie gesagt, verteilt natürlich dann die Spritzufuhr. Haben natürlich hier auch noch eine, nee, genau, deswegen ist das jetzt hier weggefallen. Wir haben nämlich hier auch einen Zündverteiler und haben das jetzt nicht wie bei den M20 danach, die einen Direkteinspritzer hatten. Die haben ja den Zündverteiler hier direkt über die Nockenwelle. Der Zündverteiler wird jetzt hier angetrieben über die Kurbelwelle. Ich muss mal gleich mal von der anderen Seite gucken kommen. Der Zündverteiler sitzt jetzt hier unten. Ja, genau, wird jetzt da über eine Zapfwelle durch den Motorblock angetrieben und verteilt dann natürlich den Zündfunken. Und bei den Nachfolgermotoren, die diese Direkteinspritzung schon haben, sitzt der Zündverteiler schon direkt hier vorne drauf. System ist ähnlich, sage ich jetzt einfach mal. Unsere Aufgabe an der Sache ist jetzt, dass Marco eigentlich keinen Bock mehr auf diese komische Einspritzung hatte. Er hat richtig Bock auf das Auto, hat auch richtig Bock auf den Motor, weil das Ding läuft eigentlich, also wenn er läuft, läuft er eigentlich ganz gut. Die Motoren sind ja, wie man eigentlich kennt, relativ robust. Dann haben wir, beziehungsweise sind wir da gewesen und haben so ein bisschen rumgealbert, sage ich jetzt mal, ja, komm mal mit, ich zeig dir mal den Wagen. Ach, das funktioniert nicht und ich habe das schon getauscht und die schon getauscht und
weißt du was, da kam so ein Turbo-Projekt in den Kopf und gesagt so, ja, sollen wir nicht auf Turbo umbauen? Und sag ich so, ja, wann war irgendwie so M50 im Kopf, also M50 umzubauen, also quasi aus dem E36, den 2,5 Liter. Da haben wir gesagt, wäre aber, denke ich mal, zu viel Arbeit für diese ganze, für dieses ganze Fahrzeug. Die Historie geht so ein bisschen fliegen. Und deswegen sind wir einfach auf den Trichter gekommen und haben gesagt, lass uns doch einfach den M20 B25 einbauen aus einem E30, also aus einem 325 E30. Der hat ja schon diese Direkteinspritzung. Die Zündung ist halt ein bisschen verändert. Wir haben halt da ein Motorsteuergerät, was wir hier natürlich nicht haben. Aber Motorsteuergerät kriegen wir auch hier ohne Probleme unter. Wir haben den Vorteil, dass der Motor von der Bauform relativ gleich ist. Also wir können diesen Motor ausbauen, den anderen Motor quasi so gut wie fast Plug and Play hier einbauen, Getriebe und so anflanschen. Wir müssen noch ein bisschen was an der Verkabelung ändern, weil wir, wie gesagt, ja ein Motorsteuergerät haben. Und dann hat der Marco, denke ich mal, ein ganz gutes, robustes Auto. Zum Fahrzeug brauchen wir jetzt eigentlich nicht so viel sagen. Ich glaube, das ist eher Marcos Aufgabe. Wir gehen jetzt mal rüber, weil ich glaube, da hat der Adler den Motor schon mal soweit vorbereitet, weil wir hatten den Motor und natürlich ein Fahrzeug. Also es gab ein Spenderfahrzeug. Das war natürlich unser Vorteil, weil wir haben auch das Getriebe da rausgenommen. Wir haben den Kabelbaum mit Steuergerät rausgenommen. Wir haben die ganzen Sicherungskassen rausgenommen. Das heißt, wir haben eigentlich alles von diesem Spenderfahrzeug da. Das heißt, uns wird jetzt hier definitiv nichts fehlen. Da muss dann natürlich unser guter Frank nochmal dran und muss ein paar Kabelstrippen legen. Also der Motor ist jetzt, den wir jetzt da drüben haben, werdet ihr auf jeden Fall auch sehen, der ist nicht mal eben zu verwenden. Also der Motor ist zwar gut, aber ich würde sagen, den Motor kann man jetzt nicht so, diesen Motor kann man jetzt nicht Plug and Play einbauen. Weil der Motor hat auch schon ein paar Kilometer auf dem Buckel. Wir haben dieses ganze Auto relativ günstig geschossen. Der Motor läuft, aber ich würde den Motor jetzt ungern so einbauen. Dafür würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach mal rüber mit mir in die Werkstatt. Ich zeige euch mal den Motor und dann können wir da nochmal kurz besprechen, was ich damit vorhabe oder beziehungsweise was wir gegebenenfalls damit vorhaben könnten. Ja, also wie gesagt, Wagen steht ja hier schön trocken und schön sicher. Wie gesagt, der ist nur eingestaubt. Staub ist besser als alles andere. Hier machen wir nämlich auch keine Plane drauf, damit diese Karre auch gar nicht zerkratzt wird. Und dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal rüber und da geht's weiter. Also, kommt mal mit. So, jetzt gehen wir mal rüber. Ah, guck mal hier, was ist das denn hier? Das ist ein richtiger Klassiker, würde ich sagen. Richtiger Klassiker, schöner. Wie hat man früher gesagt, hier in der Manta-Zeit, vom Manta, wie hat man das denn gesagt? Keine Ahnung, ich bin viel jünger als du. Vernünftiger, Volkswagen, deutsches Fahrzeug. Ja. Scheiße. Schlüssel. Tür ist zu. Da habe ich meine eigene Firma ausgesperrt. Auch nicht schlecht. Wie gut, dass meine Jungs immer einen Schlüssel gekriegt haben. Vor allem mit dem Schlüsselanhänger. Was sind damit? So, also auf jeden Fall, wie schon gerade gesagt, bekommt das schöne Fahrzeug hier ein neues Herz. Und dieses neue Herz, jetzt lasst euch aber nicht, wie soll man sagen, seid jetzt nicht geschockt, wenn ihr das seht, weil es sieht momentan noch etwas übel aus. Der Spendergerät, also wir haben jetzt hier auch einen M20, der sieht natürlich noch ein bisschen mitgenommen aus, haben aber hier einen Direkteinspritzer, also beziehungsweise nicht so einen wie jetzt da drüben mit dieser komischen, ja, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, Einspritzung. Und das ist ja das, was den Marco so ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt da tatsächlich ein schlechtes Gewissen, dieses alte Scheißding, also man könnte den jetzt von außen mal ein bisschen sauber machen, in das schöne Auto auf jeden Fall einzubauen. Warum habe ich jetzt so gemacht? Also ist ja schön. Also klar, das war jetzt nur schön, dem es jetzt nicht gefällt. Also mir gefällt es, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Klassiker. Dann würde ich mal sagen, wie gerade schon gesagt, wird das Video sich heute darum drehen, dass wir den Motor auf jeden Fall hier zerlegen oder beziehungsweise unser Adler bitte mal zerlegen. Und wir werden uns das Ding mal von innen angucken und werden das Ding einfach mal richtig fresh machen. Dass wir den einfach mal neu abdichten, Zahnriemen und so ein Kram auf jeden Fall neu machen. Kolbenringe, Lager werden wir uns einfach mal anschauen und dann werden wir weiter entscheiden. Wie gesagt, Kabelbaum hat der Alex alles schön dran gelassen. Motorsteuergerät ist auch noch da, ne? Ja gut, brauchen wir ja. Ach, das liegt ja hier, genau. Das liegt da. Motorsteuergerät ist auch noch da. Getriebe zur Not auch noch da, aber da werden wir das von dem Wagen anflanschen, weil von der Bauform ist der Motor ja definitiv gleich. Kann man jetzt hier auch nochmal, das ist hier halt alles sehr vergammelt, ne? Das würde natürlich jetzt, guck mal, so ein Riemen, der ist natürlich auch schon 30 Jahre alt. Das ist alles hier schon in die Jahre gekommen, auch hier der Zündverteiler, hier das ganze Wassergedöns.
Wasserthermostat, ich glaube, das werden wir einfach ausbauen und werden das mal strahlen. Oder wenn das jetzt nicht zu teuer ist, werden wir das auch neu machen. Ja, aber meist kriegst du ja Eis gestrahlt, ne? Ja, ne, kann man auch Eis strahlen. Die andere Brücke vielleicht, müssen wir gucken, die schmeißen wir erstmal in die Waschmaschine, würde ich sagen, ne? Mhm. Und dann gucken wir mal, was damit ist. Viskolüfter und so ein Gedöns, das ist halt alles so Sachen, die ja auch bei den Fahrzeugen E36, E46 noch kaputt gehen. Deswegen würde ich sagen, hier, da ist ja auch schon ein bisschen ausgeschlagen, würde ich sagen, machen wir den auf jeden Fall auch neu. Aber wichtig ist auf jeden Fall erstmal, wichtig ist, dass wir das Ding jetzt erstmal zerlegen, uns den mal von innen angucken, weil ich weiß nicht, wie er von innen aussieht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er gelaufen hat. Der Alex hat den ja ausgebaut, der lief ja, ne? Ja. Hat ein bisschen geschüttelt und geruckelt, weil ich glaube, so ein paar Schläuche kaputt waren, ne? Also hat zwei geschoben, ne? Aber so lief der eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich schon. Ja, so, dann würde ich mal sagen, dann kann der Adler mal anfangen. Wir fahren eben noch ein Auto holen und ja, ich denke mal, wie wir da sind. Wird der Motor schon zerlegt sein und dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Ja, da würde ich mal sagen, bis gleich. Peasy, that shit mies. Thank you.
jetzt hat der liebe Adler hier das ganze Ding schon mal zerlegt. Und ich muss sagen, für die Laufleistung, die das Ding jetzt hier gelaufen hat, weil ich glaube, der hat so um die schon 200.000 gelaufen, sieht der eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Adler hatte so ein bisschen Probleme, die Anzugbrücke abzukriegen und die Krümmer, weil das war natürlich schon zeitgemäß etwas angefressen und angemockt. Aber motorblockmäßig sieht das alles noch ganz gut aus. Die ganzen Lager sehen eigentlich für dieses fürs Alter, muss ich mal sagen, eigentlich auch noch relativ schön aus. Hier die ganzen Kettenräder und so, oder wie so, weiß ich, hier die Räder für den Zahnraum, die werden wir wahrscheinlich alle neu machen. Pleuellagerschalen sind jetzt auch nicht mehr die besten, aber hier kann man auf jeden Fall dran sehen, dass der Motor echt noch gut in Schuss ist. Kurbelwelle auch, Zylinderkopf auch, Ölwanne und so sieht auch gut aus. Öl stinkt ein bisschen, also ist schon, glaube ich, die letzten 10 Jahre kein Öl mehr gewechselt worden. Und hier haben wir diese Verteilung von den Zündspulen, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt hier den Zündverteiler, der jetzt hier vorne über den Zylinderkopf angetrieben wird, wird dann quasi hier so verbaut, nicht über dem, über diese Zapfwelle im Motor. Also das ist hier etwas anders, das System. Und wir haben noch, also quasi eine richtige Einspritzung. Ne? Kann man ja hier sehen, an der Ansaugbrücke. Ansaugbrücke ist ja relativ baugleich, aber wir haben hier jeweils einzelne Einspritzdüsen und nicht wie da drüben jetzt zu sehen, wie dieser komischen KI-Jet-Dronik oder wie auch das immer heißt, was dann irgendwie so verteilt wird. Also hier so ein bekanntes System, so wie man es halt quasi aus den Fahrzeugen kennt. Ja, hier müssen wir mal gucken, die Ansaugbrücke werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr benutzen können. Also hier sind sehr, sehr viele Reinigungsarbeiten gefragt, bisschen Fräs- und Polierarbeiten, Einspritzventile wahrscheinlich auch neu. Aber der Grundbestand ist gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Zylinderkopf, müssen wir mal gucken, sieht auch eigentlich relativ gut aus. Die ganzen Schlepphebel werden wir hier auch noch ausbauen. Und dann werden wir mal gucken, was hiermit los ist. Also nächster Standpunkt wird sein, dass wir die Sachen natürlich erstmal alle waschen und den Kopf auf jeden Fall zerlegen. Die Kolbenringe auf jeden Fall von den Kolben abmachen, weil das ist ja alles hier schon sehr ins Alter gekommen. Können wir den Block hier mal drehen? Den Block schon mal drehen? Schwerer Gussblock. Ja, Honung kann man jetzt schlecht sehen, aber ich kann hier auf jeden Fall schon ein bisschen sehen, dass der Kreuzschliff auf jeden Fall noch da ist. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also Bestand ist auf jeden Fall richtig sauber. Warum haben wir das jetzt zerlegt? Weil es natürlich erstens in die Jahre gekommen ist. Er hat natürlich ein paar Kilometer auf dem Buckel. Und ihr habt gesehen, wie das Ding vorher aussah. Also von daher haben wir gesagt, komm, jetzt zerlegen den jetzt, machen die Anbauteile sowieso ab, machen das einmal sauber. Und haben gesagt, ja komm, jetzt machen wir den Kopf ab, jetzt können wir auch den Block zerlegen. Werden das auf jeden Fall jetzt alles reinigen. Also Block einmal honen, planen, Lagergasse vermessen, Kurbelwelle polieren, Kolben, Ultraschall, nee, Ultraschall nicht reinigen, wenn die so reinigen. Ultraschall macht immer ein bisschen Beschichtung vom Kolben kaputt. Neue Kolbenringe, neue Lager. Kopf einmal zerlegen, neue Ventile, neue Schaftdichtung. Natürlich, klar, dann wieder alles neu abdichten. Zahnring und so ein Gedöns werden wir auch neu machen. Der ist auf jeden Fall auch schon in die Jahre gekommen. Haben wir aber, wir sehen, was haben wir denn hier? Ist auf jeden Fall schon mal getauscht worden, weil wir haben hier einen von Power Grip. Daran kann man eigentlich immer ganz gut erkennen, dass er definitiv schon mal getauscht wurde. Aber so im Großen und Ganzen sieht man auch hier, dass er schon echt porös ist. Also da hätte ich definitiv Kopfschmerzen gehabt, das so einzubauen. Klar, die ganzen Nebenaggregate wie Wasserpumpe, Ölpumpe, also das ist jetzt kein Nebenaggregat, aber Wasserpumpe, Thermostat, das werden wir definitiv auch neu machen mit der Lichtmaschine, so werden wir mal gucken. Ein paar Bauteile werden wir definitiv entweder sandstrahlen oder mit Eis strahlen oder wie auch immer. Und dann müssen wir mal gucken, wo die Reise hinführt. Ja, also im Endeffekt jetzt erstmal so Bestandsaufnahme. Wir werden uns erstmal soweit um den Motor kümmern. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie wir den Motor erstmal zerlegt haben. Die weiteren Schritte werden jetzt erstmal folgen. Wie gesagt, wir werden das jetzt erstmal waschen und dann zu Sandford bringen. Und wenn alle Sachen wieder da sind, gibt es dann erstmal Motorzusammenbau. Und dann auf jeden Fall werden wir das Auto erstmal rüberholen, werden da erstmal den Motor ausbauen und werden dann mal gucken, wie wir es zeitlich irgendwo schaffen. Ich denke mal, in den nächsten 4 Wochen soll das irgendwie schon wieder ans Laufen kommen. Dann werden wir dem lieben Marco das Auto wieder zurückbringen können. So, also, hat euch das Video an dieser Stelle erstmal gefallen? Dann lasst natürlich einen Daumen da, ein Abo da und alles da, wie ihr da lassen sollt. Heute ist wieder Samstag, ich bin heute schon wieder... Erstens voller so Puste, weil ich hier gerade durch die Gegend gerannt bin. Also den Rest kennt er ja, den werde ich jetzt auch nicht sagen. Also in dem Sinne, sage ich mal, freut euch auf Teil 2 und ja, bis zum nächsten Mal. Peace.